Ultra-Bremsenreiniger fragt Pietsmiet. Würdet ihr euch mal ein richtig fettes Lego-Technik-Set kaufen? Tatsächlich bin ich kein Riesenfreund von Lego-Technik und deswegen würde ich mir nie ein richtig fettes Lego-Technik-Set kaufen, sondern ich würde eher dieselbe Geld nehmen, in ein normales Lego-Set investieren und das dann holen. Ich hatte als Kind mal Lego-Technik, ich weiß aber nicht mehr genau, welches Modell. Ob das irgendwie so ein Bagger war oder so? Ich war da aber nie so ein Fan von, weil die Sachen irgendwie nicht so geil aussehen. Die Funktion ist cool, aber so ein richtig fettes Lego-Technik-Set würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen. Alleine auch schon aktuell, weil ich nicht wüsste, wohin damit. Das Simpsons-Haus, was ich letztens zusammengebaut habe, da steht schon oben auf einem Schrank, weil das sonst nirgendwo anders hinpassen würde. Also das ist das einzige und wahrscheinlich erstmal letztes Set, was ich mir kaufe. Von daher nein. Nee. Nö. Nicht wirklich, nein. Habe ich auch noch nie gemacht. Lego Technik hat mich noch nie interessiert. Und deswegen würde ich auf diese sehr spezifische Frage mit Nein antworten. Also ich hatte früher mehrere fette Lego-Technik-Sets, weil ich war ja der Lego-Dude und danach später auch dann Lego-Technik. Lego war mir dann zu billo. Und ich habe richtig fette Lego-Technik-Trucks und LKWs und Bagger und Bums alles bei meinen Eltern zu Hause. Das war sick. Das war sick. Ich habe mir im ganzen Jahr eigentlich dann nichts gewünscht und zu Weihnachten, Geburtstag gab es dann ein fettes Lego-Technik-Teil, das war cool.